Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Samstag 20 Uhr. Wir spielen Krampus ist Home zu Ende. Deswegen streame ich heute. Ansonsten hätte ich vielleicht gesagt, heute streame ich nicht und guck mal hier ein bisschen Serien weiter, was ich schon den ganzen Tag gemacht habe. Aber das Spiel wollen wir heute zu Ende bringen. Ich bin heute irgendwie sehr träge. Ich habe einfach zu viel gegessen über die Weihnachtsfeiertage. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten gehabt. Mit viel gutem Essen und seid dementsprechend auch jetzt pappsatt, im wahrsten Sinne des Wortes. So, deswegen habe ich heute auch kein Assault, sondern ein etwas leichteres Monster Doktor. Schmeckt zumindest ein bisschen leichter als Assault. Heute Abend. So, Krampus is Home steht auf dem Programm. Und let's go. Viel Spaß. Patrick, sind schon da, herzlich willkommen und danke Divini für deinen Host und wunderschönen guten Abend zusammen. So, stell mal runter. So. Können wir direkt starten. Und der Slayer haut direkt Bits hier durch die Gegend. Jawohl, danke dir. Wunderschönen guten Abend. Und Servus Bomber. So. Weiter geht's. Seidenbacher Müsli. Weißt du, das ist das Müsli von dem Seidenbacher. Hoi Divini, hoi Goku, servus. Hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Viel gegessen, so wie ich. Boah, ich bin so satt. Ich bin so satt. Ja, wir spielen heute Krampus is Home zu Ende. Es wird nicht mehr allzu lang gehen, deswegen ich denke auch nicht, dass der Stream allzu lang heute dauern wird. Wenn es jetzt allzu schnell gehen sollte, überlege ich mir noch das Irony of Nightmare vielleicht mal mit dem richtigen Exit durchzuspielen. Aber auch nur, falls dem so ist. Wo muss ich überhaupt hin? Was war meine Aufgabe? Deaktiviere die Maschine und begib dich zum Bereich 200. Ja, ich erinnere mich wieder. Und moin, Magus. So. Irgendwo mussten wir hier genau den Strom ausschalten. Weil das, glaube ich, gar nicht so richtig war. Wir müssen da bei der 201 rein. Schon wieder so lange her, dass ich das zuletzt gespielt habe. Oh Gott. Diese Maschine hier. Hep! Hier durch und hep! Und da bin ich leider ein bisschen zu weit links gesprungen. Ja, Krampus is Home ist ein weihnachtliches Horror-Game, falls ihr es nicht gesehen habt. Auch wenn es gerade nicht so weihnachtlich aussieht, ehrlich gesagt. Ja. Ist auch nicht so nett irgendwie, teilweise. Seit wir in diesem Dungeon sind, ist es nur noch unnett. So. Spring. Ich laufe die ganze Zeit gegen diesen komischen, Stoppel da, Zapfen. Machen wir das einmal am besten. Spring. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Zum Glück können wir direkt hier wieder anfangen, sonst wäre das echt nicht nett. So. Vielleicht lieber ducken, genau. Springen. 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 Fast. Das ist halt, ist in dem Kreis ist es nicht so einfach, da genau den richtigen Punkt da zu treffen. Meistens laufe ich irgendwie zu weit links oder rechts. Ducken. Ducken, du! Mann! Ist genau so ein Scheiß wie dieses Crash-Level. Jedes Spiel hat so eine Kackstelle irgendwie. Kurze. Ja, Kontrollpunkt, bitte.
So, springen. Springen. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Hab ich das letzte Mal geschafft? Ich muss mich gerade davor stellen. Vielleicht geht's dann besser. So schief sollten wir da nicht stehen. So, springen. 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 Ich bin doch gesprungen, du Spiel. Ah, ist das schlimm. Hui. Die Hit Detection ist ein bisschen überempfindlich, habe ich gemerkt. Boah, das geht ja gut los. Jump, jump, rage, rage. Gerade davor stellen ist die Devise, genau. Gerade. Springen. Gerade. Wenigstens bei dem Ding kacke ich ab. Ich sollte mich vielleicht lieber ducken bei dem Teil. Probieren. Oh, Mann. Dieses Spiel. Und dann duckt er sich nicht. Ich drücke C und irgendwie duckt er sich nicht. Oder steht sofort wieder auf. Also Steuerung ist das auch sehr, sehr fruckelig alles. Ich drücke C. Wir kommen hier keinen Schritt weiter. Wir werden hier auch eine Stunde an der Stelle hängen. Ich will das auf jeden Fall heute durchkriegen. Für das Weihnachtsspiel ist langsam die Saison vorbei. Oder hier eher? Nee, da war ich zu weit. In der Mitte. Ruhe, Handy! Keine Zeit für dich jetzt. So. Springen. Springen, ducken. Dann steht er wieder auf. Wieso steht er auf? Ich hab nicht nochmal Crouch gedrückt. Bleib unten, du Arsch. Mann. Wollte mich auch nicht aufregen heute am zweiten Weihnachtstag, aber hier kannst du ja gar nicht anders, als dich aufzuregen. So ein Mist. Das ist genauso kacke wie dieses Obscuritas-Spiel. Gab's auch immer so komische Hindernissachen. Das hat genauso genervt. Boom. Ah. Da kommt. Springen an der Stelle, nicht ducken. Das war genau die richtige Stelle und trotzdem Klatsch. Oh. Nee. Das ist auch so scheiße zu steuern. Steht er wieder auf! Nicht aufgehen! Ach. Thank you.
So, bleib unten, bleib unten, bleib unten. Zu früh aufgestanden! Ganz innen kann man eigentlich die ganze Zeit unten bleiben, außer bei diesem einen, wo man drüber springen muss. Da stehe ich natürlich zu früh auf und hau mir den Kopf an dem Ding. Oh, das ist eine Scheiße. Das mit dem Crouchen, das ist so kaputt, der Mechanismus. Er steht voll oft wieder sofort auf. Furchtbar, das Spiel. Furchtbar. Ich bin nicht mal sicher, bin ich hier richtig? Ich denke schon, weil er guckt in diese Richtung. Das heißt, ich muss auch hier rein. Duck dich, duck dich, duck. Da steht er wieder auf. Oh Gott. Kann alles noch ein bisschen dauern heute. So, hier ducken. Hier ducken. Hier ducken. Da aufstehen, springen. Dann kriege ich es nicht hin. Ja, schon das letzte Mal geschafft. Das ist doch nicht jetzt so schwer. Vielleicht mit dem Ding laufen? Nee, man musste immer dagegen. Vielleicht außen. Nee, boom. Außen nicht. Steh auf. Renn, 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 renn. Ah! Nein, das war zu früh. Dem Ding hätte ich nochmal ausweichen müssen. Oh, ist das schlimm. Oh, ist das schlimm. So, springen mal hier und hier und ducken. Er duckt sich nicht. Ah! Da hau ich immer dagegen, irgendwie. Ist besser. Spring. Zack, zack. Wieder nicht. Crouch gedrückt, aber egal. Ich krieg's nicht mehr hin. Das ist echt fies. So, aufstehen, hä? Ducken. Duckt sich nicht. Ah! Oh, ist das ein Mistspiel? Ja. Ah, ich verzweifle jetzt schon. Warum? Das ist ein Kackspiel.
warte jetzt mal, bis das hier kommt. Da kriegt man ein bisschen besseren Einstieg hier. So, Crouch. Ich hab mich geduckt und er haut sich den Kopf trotzdem an. Okay. Let's go. Jump. Zu weit außen. Das habe ich doch letztes Mal geschafft direkt. Was ist denn los hier? Warum bin ich so schlecht? Boah, geh auf, du Kacktür! Scheiß Spiel! Rage schreckt mich jetzt auf. Wie scheiße! Spring zu früh! Ah, oh, Mann! Wegen Crash. Crash ist Kindergeburtstag. Das hier ist scheiße. Mann, oh Mann, oh Mann. Die wäre die Maschine, ja. Wenn ich mal vorbeikäme. Also ich drücke immer zweimal Crouch, weil er das beim ersten Mal, das dauert so lange, bis er reagiert. Dann drücke ich ein zweites Mal und dann steht er sofort wieder auf. Das ist ein bisschen Verarschung. Danke, Herr Milanese, für dein Host. Nabend. Zu diesem verfickten Kack-Fick-Spiel. Ich hasse es. Ja, das Spiel. Schön wär's. Schön wär's. Ja, lauf, 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 lauf. Yes, yes, ich hab's geschafft. Ich glaub es. Ich glaub's nicht. Glaub's nicht. Was eine Scheißstelle ist das denn hier? So. Moment. Inventar, ich habe keine Batterien mehr. Natürlich. Super, schön, klasse. So, mal sehen, wie die Maschinen deaktivieren. Den Dingern hier. Also, da brauche ich erstmal mein Schraubschlüsselding. Ah. Und Geschenksab für Bella. Dankeschön, Chris. Vielen Dank. Danke sehr. So. Und Emojis. So. Erster Teil aus. Und zwei Teile habe ich beim letzten Mal geschafft zu deaktivieren. Ah, irgendwie muss man noch da hoch. Ich weiß nur nicht, wie man da hochkommt. Zwei von den Schaltern sind hier unten. Senke ich nur diesen Kabeln hier nach. Da ist ein zweites. Geht so.
So, jetzt musste ich irgendwie da hochkommen, aber wie? Führt da eine Treppe oder sowas hoch? Von hier aus sehe ich nämlich mal gar nichts. Wie kommst du da hoch? Da geht's nur noch. Fucker! Entschuldigung, dass ich schreie. Oh! Nein! Der Krampus! Wehe! Ich hab keinen Bock nochmal durch die Maschine zu gehen. Ach du Scheiße. Da wieder weg. Eiswein. Ja, Pfui, Davy. Eiswein. Sehe nichts. Oh, da ist er. Da ist der Krampus. Geht's hier noch irgendwie nach oben? Ich sehe nichts. Ich hasse es. Wie sollst du das schaffen? Wie sollst du das schaffen? Jetzt muss ich die Maschine nochmal machen. Oder? Ah, nee! Da war doch ein Save Point. Oh Gott sei Dank, liebes Spiel. Oh Gott sei Dank. Komisch, aber ich war hier letztes Mal schon einmal. Und jetzt habe ich wieder vor der Maschine angefangen. Warum hat das Spiel diesen Checkpoint nicht gedingst? Komisch. Sehe ich nicht. Gott sei Dank. Maschinen muss ich nicht mehr machen. So. Inventar. Schlüssel. Zack. Oh Mann. Klappe auf. Einmal aus. Hier unten ist ja noch leicht. Gehst du nur hier, machst da aus, gehst auf die andere Seite. Wie komme ich oben in den dritten Stock? Oder den zweiten, besser gesagt. Irgendwie noch eine Treppe hochführen. Wenn wir rausgehen und dann nach rechts, vielleicht geht's da. Wenn Mr. Krampus nicht wieder nervt. Zack, 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 zack. Ja. Nummer 2. Ich sehe den Clown zumindest schon wieder hier rumdumseln. Das ist so dumm. Ich sehe halt nichts. Das ist das Hauptproblem. Geht's hier nach oben? Ah! Ja! Nice! Ja, nice! Dritter Stock! Dritter Stock! So. Jesus, wo muss ich denn hin? Jesus. Ein Konfetti nach, hä? Gibt's da was? Nee. Tür ist versperrt. Ihre Maschine scheint mit ihr verbunden zu sein. Die Maschine. Es leuchtet. Achso. Da ist irgendwo. Ah, fuck, fuck, fuck. Da irgendwo muss die Tür sein. Jawohl. Okay, rein, du! Hm. Erstmal, ob es hier was gibt. Könnte man wieder ein paar Batterien gebrauchen. Es ist einfach zu dunkel hier. Zagel, zage, zack, zack, zack. Ich wette, da ist noch ein Schalter irgendwo. Wahrscheinlich gibt es hier unten auch, hier oben auch zwei verschiedene Schalter. So dunkel. Ich gucke, ja, ja, da leuchtet es noch. Und irgendwie auf die andere Seite kommen. Warte mal, vielleicht geht diese Tür jetzt auf hier. Ja, eh. Die Maschine blockiert die Tür. Ja, super. Heißt, ich muss da lang, glaube ich. Genau. Hier, 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 hier. Ja, was kannst du denn noch sehen? Sicherung.
Sicherung, freilich. So. Aus! Die Sicherung. War's das jetzt? Hat man jetzt auch gesehen, ne? Hat man jetzt natürlich gesehen, dass der da war. Und natürlich kein Checkpoint. Also das heißt, ich muss alle vier nochmal deaktivieren. Ich habe keine Ahnung, wo ich dann hin muss. Ja, die 200 hieß es. Habe ich die irgendwo verpasst? Bereich 200 muss ich gehen. Nach dem deaktivieren. Zack. Ach, Jesus. Vielleicht mal aufpassen. Was ist das eigentlich? So, jetzt irgendwie hoch. Da rechts. Geht eigentlich relativ schnell. Der Clown ist zumindest schon mal nicht hier oben. Tür zu. Da lang. Geradeaus. Links. Fuck. It pulled it. Polte die Polte. Und ist der Clown. Seht ihn auch nicht hier. Das ist das Problem. Tür zu. Ach, ich sehe gerade, hier ist noch eine Tür. Gar nicht gewusst. Der Raum hat zwei Türen. Sie hat nichts. Ah, der Krampus! Der Mappus! Und Elchi ist auch da. Fuh! Elchi, jetzt sind sie alle da. Ja, leck. Ja, die Tür ist versperrt. Maschine. Die ist doch aus hier. Ich hab doch alles ausgedreht. Scheiße, Elchi. Elchi. Ich bin am Arsch. Seh nix. Deaktiviere die Maschine und begib dich zum Bereich 200. Ich nur wüsste, wo er ist. So, da ist der Elf-Typ-Depp. Die Maschine blockiert die Tür. Dieses Ding, ist das...
Ach, come on. Fuck die Henne. Da links ist eine Tür. Moment. Jetzt doch nicht! Rainsyburg, dankeschön! Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, dankeschön! Rainsyburg, willkommen! Frohe Weihnachten auch dir! Lass die 200, ja super! Hey, jetzt weiß ich wenigstens, was ich machen muss. Ich krieg die Tür nicht auf. Die Maschine scheint sich mit ihr verbunden zu haben. Hm. Wie kommen wir da hin? Komm ich da hin? Weiß es nicht. Irgendwie läuft die auch noch. Ich muss irgendwie noch was ausschalten. Wie komme ich da hin? Hauptschule! Hauptschule! So nicht. War alles ausgeschaltet. Hm. Ring? Nee. Krampus ist da! Juhu! Super! Finster ist es. Ah, es sind noch zwei Türen. Gibt immer so einen Hinterausgang. Cool. Ja, was mache ich hier? Ich habe die Maschine ausgeschaltet. Irgendwo muss ich hin. Ah, jetzt kommt der LG auch noch. Muss das denn jetzt sein? Könnt mir denken, dass ich wieder runter muss. Was mache ich? Ich mache die Tür zu. Ich bin ein Idiot. Wie? Der Tür ist versperrt. Die Maschine scheint sich mit ihr verbunden zu haben. Ja, dol. Ja, dol. LG! Ach, dummes Fuckvieh! Oh, ist das ein Scheiß. Was muss ich denn hier machen? Hm. Wie kommt man da hin? Weiß es nicht. Von wie kommt man da hin? Also von dem oberen Stockwerk nicht. Ich denke, ich muss wieder irgendwie runter. Irgendwie muss ich wieder runter. Muss ich irgendwie dieses Ding nach unten fahren? Das könnte ich mir vorstellen. Dass man wieder ganz nach unten muss. Schauen wir mal. Ach. Einmal. So. Hör zu. Wie sie spritzt. Echt. Drecksmistvieh. Drecksfisch. Blödes. Moment. So. Von der anderen Seite. Ah, das kann natürlich sein. Unten war noch ein anderer Ausgang. Glaube ich zumindest. Hm. Testen wir das mal. Dass wir das jetzt schaffen hier. Schwuppdiwupp. Tür aus. Maschine aus. Kommt jemand wieder angeschissen?
hör's schon. Ich hör's schon wieder. So, dahin. Den Teil aus. Okay, da muss ich hin. 200. Da muss ich seit Anfang des Spiels fast hin, in diesen blöden Ausgang. Dann sind wir so kurz davor und... Ich hoffe, das schaffen wir gleich noch. So. Aus dem Maschinen. So. Jetzt heise da aufpassen. Hier geht nämlich immer noch nichts. Ich habe gesehen, dass ich wieder runterlauf. Da ist das Treppenhaus. Da ist der Elf. Da ist der Hirsch. Der Elch. Was auch immer. Ah, wir sind im Arsch. Da kommt er. Da kommt er. Da kommt er. Fuck you. Fuck you, you fucking fuck fuck. Da lachst du. Da lachst du. Nee, jetzt läuft der Elch hier vor mir die Treppe runter. Das kann aber nicht wahr sein. Ich glaub's denn, das Spiel macht das doch alles extra hier. Extra. Da kommt schön so der Google Coin. Und hier jetzt eventuell auf die andere Seite, wenn das geht. Oder so. Ja, die läuft da noch, die Maschine. Wie macht man die aus? Wie muss man noch hin? Keine Ahnung, wo. Wo muss man hier noch hin? Noch weiter runter? Ich habe keinen Bock, hier nochmal durchzulaufen. Echt nicht. Ich glaube nicht, dass es hier geht. Das wäre ja mal oberfies. Ich muss irgendwie... Ist er wieder hier in dem Stockwerk, wo man noch was machen muss? Da ist doch ein Knopf. Ah, siehste. Da ist ein Knopf. Clownpenner bewacht ihn. So, ich hab's doch geahnt. Heißt, ich muss jetzt gucken, dass der hier... Haha. Haha. Dass der den Abgang macht und ich hier nicht abstürze jetzt gleich. Hep, hep. Ja, solche Sprünge. So, und jetzt deaktivieren den Scheiß. Im Inventar abgelegter Gegenstand. Und Maschine ist deaktiviert. Ich habe Zugang zum Bereich 200, sagte. Jetzt muss ich nochmal Stockwerk hoch. Sehe nix. Das ist so fucking duster. Ich find's Treppenhaus nicht mehr. Ich find's Treppenhaus nicht mehr. Hier rechts, glaube ich, war ein. Sag mal. Ernsthaft, Spiel. Treppenhaus. Vorher war das immer so rot beleuchtet, weil das ja natürlich, da die Maschine aus ist, sieht man das nicht mehr. Da ist ein Treppenhaus, aber da geht's. Geht's nur runter, nicht nach oben. Oder geht's hier? Nö. Geht's nur runter. Echt? Jesus, wo ist das Treppenhaus nach oben? Seh nix. Warte mal hier. Jetzt war einer der Räume, wo wir ausgeschaltet haben. Warte mal, warte mal, warte mal hier. Ist doch noch beleuchtet. Ja, hier geht's hoch. Oh, das ist so duster, dieses Spiel.
Das ist genauso wie ein Bürgerspiel. Das ist wie Obscuritas. Genau dasselbe. Und hallo Selina, guten Abend. Schau, wo ist hier? Deswegen ist noch ein bisschen hell. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich müsste hier die Tür aufgehen. Tut sie auch. Yes, 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 yes. Wer ist er denn? Aufs Maul bekommen. Ein bisschen konsterniert. Bürgerspieler haben Niveau, ja. Gleiche Krawatte. Sind doch wir, oder? Als kleiner Junge. Oder was? Oder wie? Gott, das ist eine geile Animation. Gibt ihm jetzt den Schlüssel für 200? Ich denke, ne? Bam! Vier Schlüssel an den Bund! Also ihr seht weit und breit keinen Schlüsselbund. Deswegen suche ich ihn auch. Jawohl! Ich hab's auch gesehen, dass kein Schlüssel da war. Okay. Machen wir jetzt wieder einen anderen Pullover an? Sahen wir eben anders aus? Im Spiel geht es irgendwie um Weihnachten. Wir waren zu Hause und sind dann auf einmal in diesen Dungeon gelandet. Das ist eine total komisch, wirre Story. Das ist Krampus hier, der Weihnachtsgeist. Der Weihnachtsdämon, besser gesagt. Und nachdem wir ewig in diesem Labyrinth hier waren, sind wir ihm wohl entkommen. Weil wir mussten von Anfang an Tür 200 finden. Und haben es jetzt endlich geschafft. Somewhere over the rainbow läuft hier gerade. Vielleicht landen wir jetzt wieder zu Hause und können Weihnachten feiern. Ja, schön. Yay! Back in home. Cool. Spiel ist, weiß ich nicht, ob es zu Ende ist. Man weiß es nicht. Cutscenes von der Grafik erinnern mich voll an Cry of Fear. Das sah auch so ähnlich aus. Okay, danke Roger González. Ich dachte, es wäre nochmal so ein bisschen weihnachtlich am Schluss, dass wir nochmal hier, dass die Eltern, es hieß ja, die Eltern kommen irgendwann nachts nach Hause, dass wir ein bisschen mit den Eltern hier Weihnachten feiern können. Naja, vielleicht kriegen wir noch eine After-Credits-Scene. Oh, wie schade. Naja. Oh, wie schade. Mila hat auf Deutsch übersetzt. Sehr schön. Thanks for the GG. Ich mag Geschenke. Es war echt nur am Anfang weihnachtlich. Dann werde ich jetzt vielleicht nochmal dieses andere Weihnachtsspiel probieren. Das haben wir ja letztens schon mal. Vielleicht kriege ich jetzt noch das Achievement für den guten Ausgang. Ich werde es nochmal probieren. Wäre mal ganz nice eigentlich. Oh, Knie, meine Weihnachtsmusik haben sie hier. Yes, das ist ja.
Die Regelstudios, ja. Haben wir wohl ihre Regel. Errungenschaft, Lektion gelernt. Und das war noch auf einfach. Vom Feind erwischt 43 Mal. Kann sein, dass das erste Achievement war überhaupt, was ich bekomme in diesem Kackspiel. Es gibt da, ich weiß nicht, wie viel Achievement hat das Spiel. Könnt mal gucken bei Steam. Ja, und das geht auch im Mehrspielermodus, witzigerweise. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber es geht jedenfalls. Vielleicht nächstes Jahr. Ich kann mal schnell gucken bei Steam. Achievements habe ich jetzt kaum welche bekommen. Krampus is home. Krampus is home. Wir haben 1 von 28 Achievements. Willst du mir schwer arschen spielen? Was ist denn das, ey? Ich denke, du kriegst deine ganzen Achievements hier nur im Mehrspielermodus vielleicht. Sag mal. 1 von 28. Ja, Lex mir morsch. Jo, ist klar. Na, wenn man auf Normal spielt, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, für was für ein Quatsch man das da bekommt. So, dann machen wir nochmal Ironing of Nightmare. Vielleicht kriegen wir das auch noch durch. Damit es auch nochmal ein bisschen weihnachtlich wird hier. Der Krampus war ja nur sehr bedingt weihnachtlich angehaucht, muss ich sagen. Rup. So. Oh, what fun it is to ride a one horse open sleigh. Stop. Super. Muss man noch mal hin? Wie war das noch gleich? Merry Christmas! You spend too much time with your computer. I put a note on the wall, and even we notice. I decorate the tree. Wunderbar. Weiß nicht, warum das Spiel so nervige Balken oben und unten hat. Das ist nicht von mir. Das hat das Spiel von Haus aus. Wie öffnen wir Türen? Gar nicht? Okay. Ah, so müssen wir so halten mit der Maus. Ich verstehe. Essen bestellt! Jawohl! Du hast das furiose Ende von Krampus verpasst und ja, Glückwunsch dazu. Es war nämlich öde! Ganz langweilig. Furchtbar. Doof. Eines Weihnachtsspiels unwürdig. Deswegen machen wir das jetzt nochmal und versuchen das gute Ende freizuschalten, wenn wir das Achievement noch bekommen. Jeez. Geschafft. Spinnen geschafft. Schlüssel. Ja,
Ja, dieser Schatten ist so gut. Taschenlampe. So, da war die Mikrowelle mit dem Herz. Döner Teller. Ich habe heute schön Pizza bestellt. Jetzt hätte ich nicht schon genug gegessen hier die letzten Tage. Das Schwein. Mal das Triggern hier. Tschum. Hui! Na fui! Voll gefressen, ja. Ich genauso. Irgendwie bin ich auch so träge. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel für hier, ne? Ich wusste, dass es kommt und erschreckt mich trotzdem. Scheiße. Hi, Meister. House and Siding Cleaner. Oh, der Edelstahl-Topfset. Okay. Jetzt brauchen wir einen Miss. Okay. Kann man erinnern, dass der so schnell hier war. In der Insiders PC geht an. Yay. Respekt hier. Geschafft mit Wasserkühlung. Hey, vor Wasserkühlung habe ich immer zu viel Respekt. Warum geht's nicht? Wo muss ich hin? Nein. Ah, was war nochmal hier? The Room? Da war noch ein Schlüssel. Boom. Wow. Gott. Ach so. Okay. Ist klar, Spiel. Oh, was war nochmal das Passwort? Irgendwas mit Rum. Läuft schon, jetzt muss alles neu drauf. Angefangen mit dem Betriebssystem. Goku wusste das Passwort, stimmt, ja. Bitte, wo willst du? Irgendwas mit RAM? Out RAM? Hier ist RUM.
Rum. Rum. W. W. Rum. Wer rum? Irgendwas? Ah, vergessen. Total. Nee, nee, nicht so ganz. Hinter der Tür war noch... Oh, die kriegen wir nicht auf jetzt, oder? Warum? Die war es aber länger. Jetzt irgend so ne, so ein Underscore hier. Ne. Underscore. Kennst du nicht der Underscore? Outwährung, genau, dankeschön. Das war's. Ups. Ja. Nicht? Hä? Outwährung? Ich dachte, das wäre Outwährung. Ein Touchsteuerung. Stimmt, 12 Stellen. Was waren das noch? Hm? Output Währung? Nö. Ach. Ich laber den vom Chat einfach voll, der macht mir die Tür auf. So. Hallo. Ja, möchte ich. Thought so, the Nick. Knatterton. You have one chance. Maybe we escape. Yeah, yeah, yeah. Blah, blah. Warum Output? Ja, jetzt ist zu spät. Oder kriege ich das noch weg? Moment. Nee, ich kann auch wegmachen. Dankeschön. So. Yay. Das war's. Warum Output? Oh. Ah, lauf doch mal da vorbei. Da war hier irgendwo ein Schlüssel, glaube ich. Jo. Aber was war... Genau, Put. Erfahren wir jetzt. Was war jetzt hier... Was muss man jetzt machen, damit wir den richtigen Ausgang erwischen? Das kapiere ich nicht so ganz. Trommeln vielleicht. Hm. Bisschen trommeln. Auf dem Klo kommen die Erinnerungen wieder. Mm. Ah, hier war noch ein Hinweis, genau. Wiederum Output.
Ah, Facio 4, genau. Da müssen wir ihn jetzt anschauen. Derweil den... Wenn er weg ist, den Schlüssel nehmen. Nur, was machen wir jetzt? Irgendwo was sein. Und der Schlüssel führte da raus, wo die Station war. Es muss irgendwo einen anderen Ausgang geben. Okay. Boom. Der Baum. Hier müssen wir ja vorne raus. Oh, fuck die Hände. Typ. Ah, verreckt. Scheiße, das Spiel ist Permadeath, wie gesagt. Gibt's keinen Save Point. Ich guck gleich einen Speedrun hier. So gelegen. Das ist natürlich die Frage, wo hat's gelegen? Boom. Der Typ. Der Typ. Die Vordertür von dem Haus. Hm. Bisher noch gar nicht gefunden. Immer nur die Tür in den Garten. Kling. Steam Sale. So, jetzt kommt der Jumpscare. Der Succubus. Der Inkubus, der Succubus. Der Waage. Jumpscare. Das war die Tür, wo es rausging. Das war die Hintertür, leider. Ja, Jumpscare. Geplanter Jumpscare. Hm. Da gibt's ja sonst keine Tür mehr. Das ist ja das Witzige. Hm. Hm. Mal außer die vielleicht. Kommen wir irgendwie damit raus. Warum ist jetzt hier plötzlich offen direkt?
Hä? Jetzt ist direkt offen die Tür, ohne dass ich den Typ fragen musste. Ja, trotzdem, der passt nicht hier, der blöde Schlüssel. Ich bin tot. Fuck die Scheiße. Oh, jetzt ist direkt schon offen. Komisch. Was muss man hier machen? Guck gleich mal auf YouTube, wenn ich das auch nicht rausfind. Oh, der Typ. Oh, nee, oder? Oh nee, der steht ja jetzt schon da rum. Geil. Oh Gott, der ist ein Bot. Oh, der ist ein Bot. Oh. Tja, wenn wir da rausgehen, das ist schlecht. Da kommt das Feuerwerk und... Oh, nee. Tür zu. Hier ist nicht. So ganz... Doch gar ein Permadeath. Irgendwie... Es fängt doch da irgendwie wieder an. Also nicht ganz von vorne. Dachte ich eigentlich die ganze Zeit. Es fängt gar nicht ganz von vorne an. Raff's nicht. Wir dürfen diesen grünen Schlüssel nicht einsammeln. Nee, da nicht. Ich kann direkt hier rausgehen. Nein! Kein Feuerwerk. Ah. Okay, ich gehe. So, gucken wir mal. Good ending.
Okay, so this is going to be a super quick video to the good ending of Irony of Nightmare. This is for the folks that don't mind the spoiler because their intentions aren't to buy the game anyway. Well, especially if they are actually interested in what goes on in the game. Anyway, I'm going to shut up so you can enjoy the gameplay. I'll see you in the next video. So, da geht er in den Computer und macht den Chat auf. Ne, Mother macht er auf. Mit dem Passwort. Geht danach wieder raus. Macht dieses Face Your Fear, also guckt den Typ an und nimmt wahrscheinlich den grünen Schlüssel aus der Schublade raus. Der schreit. Er geht aus dem Zimmer. Geht dann wieder in den Computer. Okay. What the fuck? Das wird weird, weird, weird. Okay, ich lasse das Video mal bis hier. Jetzt weiß ich, was man machen muss. Restart! Da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Okay. Gucken, ob man das von hier auch noch machen kann. Und zwar müssen wir dieses Face Your Fears jetzt machen. Brauche aber einen Schlüssel zuerst. Dass wir in diesen Raum kommen, wo das geht. Klicki klick. Nö. Face your fears. Ah, Typ, hau ab. Ach, come on. Nervtyp. Nervtyp. Der ist schon viel zu aggro jetzt, glaube ich. Ich muss diesen Schlüssel wohl einsammeln, diesen komischen grünen. Typ, hau ab! Okay. Ah, Tür! Tür! Der Schwein. Oh nein, das ist doch scheiße. Ist er wieder da? Und der will mich killen. Verpiss dich. Oh, das ist ein Scheiß. Ich fange von vorne, glaube ich, lieber an. Der ist zu aggro. Er ist zu aggro. Oh, das ist. Da kommt er immer. Klick, klick. Oh, Typ, der nervt auch. So, ich fange von vorne an. Das ist schon viel zu
Geht das überhaupt? Ich kann ganz schön vorne anfangen. Hm? Ich muss in das Zimmer, wo Facio 4 steht. Aber wie geht das jetzt? Komisch, hier ist ja schon offen. Normal müsste das Zimmer jetzt auch auf sein. Dies war hier rechte Seite. Aber die geht nicht auf. Mist auch. Vom TÜV. Der TÜV. Bierdosen holte. Ich glaube, ich muss das hier alles durchgehen, diese ganzen Räume. Alle Schlüssel einsammeln und einsetzen, bevor dieser Raum aufgeht. Los, 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 los. Sicher bin ich nicht, aber ich denke, es ist so. Geh auf, du rosa Kacktür. Ja, da steht er direkt da und killt mich. Na super, na super. Guck mal, vielleicht geht's ja irgendwie. Guck mal, hier unten ist nämlich ein Schloss, wo normal das Windows-Logo ist. Und da müssen wir draufklicken, nachdem wir diesen grünen Schlüssel eingesammelt haben. Und dann geht eine spezielle Tür auf. Das ist es gewesen. Alle Türen auf, nur nicht die. Wohl. Und dann muss man das in einer bestimmten Reihenfolge abgehen. Ich glaube, das kann sogar sein. Wenn ich hier gehe, ist er nämlich meistens da. Steht er garantiert wieder um die Ecke und killt mich. Ja, natürlich. Ja komm, kill mich, kill mich, kill mich. Ja. Ja, da kannst du gar nicht drauf kommen. Das ist beschiss. Muss die Räume anders abgehen. Das erste war ja das Weihnachtszimmer. Oh, diese Steuerung. Hat er ja sogar gesagt, erstmal Weihnachtszimmer. Hm. Nee. Hier erstmal in die Küche. Zack. Dann die nicht. Kam das oder kam zuerst das Bad? Erstmal das Bad. Ja,
Dann gegen die. Den genommen. Nee, jetzt. Ich glaube nämlich, dieser komische Abstellraum ist eine Falle. Kann das sein? Kann sein, dass das jetzt geht? Nee, die geht immer noch nicht auf davon. Oh, so. Verarsch mich doch, Spiel. Muss ich jetzt hier rein? Ja, siehst du, da ist direkt da. Was ist denn mit diesem Spiel plötzlich? Ich kapier's nicht. Ich glaube, das Spiel ist kaputt. Ich mach's mal komplett zu und nochmal von vorne. Weil man kann ja auch nicht Main Menu drücken. So. Guck dir den Baum an, mach ich. So. Machen wir das mal der ordentlichen Reihenfolge, wie man es machen soll. Ne, hier. Ne, hier nicht. Baum anschauen. Ah! Boah, Türmechanik. Oh Gott. Tür kaputt gemacht. Schlüssel hier. Taschenlamp. Na, jetzt ging erstmal nicht. Ich gehe automatisch die richtige Reihenfolge hier ab. So, Küchenschlüssel. Immer. So, jetzt müsste das hoffentlich hier gehen. Und dass der da wieder festhängt. Wehe nicht, Spiel. Sie sind sie nicht mehr da. Ich glaube, das war ein Bug, dass der gerade die ganze Zeit immer an der Stelle war. So, dann können wir ins Bad gehen. Nehmen wir das. Zack. Lass uns kurz mal schnappen. Zurück ins Zimmer. Währung Output eingeben. Schlüssel da rausholen. Hä? 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 Ist ja auch wurscht. Können wir erstmal. Ich glaube, das ist auch richtig so. Grüner Schlüssel. Schnappelied, ich nicht. Ich nicht. Denjenigen hätte ich auf jeden Fall gesperrt direkt. Nicht normal, du.
So, dann wieder an PC. Jetzt müsste es mit dem Schloss nämlich gehen. Ja. Schloss offen. Und jetzt. Hey! Yay! Da brennende Tür. So, jetzt sind wir hier in der Matrix. Irony of Nightmare. Players Online 485. Stand witzigerweise in dem Let's Play auch. Steht irgendwie immer da, scheinbar. Ist das stylisch. Das gefällt mir. So. Tür auf. Nice. So, so weit habe ich das Let's Play jetzt nicht geguckt. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Dom, 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 dom. Jesus, du bist ja high von. Exit! Yay! Ja, geil! Errungenschaft! Exit! Yay! Good ending! Good ending! Geht doch! Warten, coole Story hier. Kommen in so einen Disco-Matrix-Raum. Komplex-Korridor und das ist der richtige. Mir soll's recht sein. Weiß jetzt gar nicht, wie viele Errungenschaften ich habe. Wie viel es in dem Spiel gibt. Happy End. Kann das blöde Intro auch nicht überspringen. Jingle Bells, Dark Piano Version. Jo, das ist jetzt kein gutes Spiel. Es ist ein Weihnachtshorror-Game. Aber, naja. Die Story ist ein bisschen mehr als komisch. Ich guck mal bei meinen Achievements, wie es ausschaut. Der Hasenstudio und das, die machen ein Weihnachtsspiel. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Okay. Kann man das eigentlich mal einfangen hier? Würde ich gern mal. Steam. Das will ich mal machen hier. Das habe ich nämlich irgendwie noch nie eingerichtet. Fensteraufnahme. Steam. Okay, er fängt Steam irgendwie nicht ein. Ist auch das Problem, dass Steam nicht eingefangen wird. Warum geht das nicht? Witzig. Sticker gesendet, sehr gut. Warum fängt der Steam nicht ein? Man sieht nur das oberste, aber irgendwie man sieht den Inhalt der Seite nicht. Hä? Geht denn das?
Ah, ich hab die Windows Graphics Capture. Jetzt geht's. Jawohl. So, ein bisschen nach unten, damit man mich sieht. So. Das war Krampus is Home. Wo wollten wir hin? Zu Irony of Nightmare. Meistens bei I zu finden. Und wir haben 6 von 7 Achievements. Oh, okay. Na, liegt komplett. Ich hab's Shops beendet. So. Was gibt's denn da noch? Beautiful Tree. Es gibt noch Mastermind. Cypher Decrypted. Was ist das denn? Cypher Decrypted. Der Milanese. Oh. Er hat einen Scrooge Sticker von DuckTales Remastered, sehe ich gerade. Ist ja nice. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Den muss ich mir auch holen, den Scrooge Sticker. Hi Soul Punk, frohe Weihnachten auch dir. Das hier unten fehlt noch Mastermind, Cypher Decrypted. Was heißt denn Cypher Decrypted? Der fehlt noch. Wie viel haben den? 26% sogar, ziemlich viel. Exit haben 27%. Bad Ending. Broke the game. Find the key to the exit. Eine Errungenschaft hätte ich gern noch. Cypher Decrypted. Wie geht das denn? Ach so, Chiffre. Ah, wie ging denn das? Wo mussten wir das eingeben? Mussten wir das dem Typen sagen? Ja, Decrypt ist schon klar. Das war dieses Teil, was der Drucker irgendwie ausgedruckt hat. Und das hätte ich jetzt auch noch gern. Cypher Decrypted. Okay. Dann hol es doch. Deine Nachrichten sieht man nicht. Zumindest in dem Fenster. So. Was wir letztens schon eingegeben haben, war bestimmt ein Fehler drin. Boah, sogar ein Quack gibt's hier im. Nicht schlecht. Gut. Hast du ja gesagt, das muss man dem Typen im Chat sagen, oder? Okay. Komm, holen wir uns das auch noch. Tick, tick, tick. Nun, was war denn das nochmal? Das weiß ich auch nicht mehr. Muss schon mal dieses Ding ausdrucken. Ein Ding. Ein dummes Achievement. Hast du gewusst, dass es da Chat-Dingens gibt bei DuckTales? DuckTales Remastered. So. Dann war die Küche.
Dann war das hier. Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. So. Okay. Ich dachte, er hätte mich. Wann kam da ein Jumpscare? Jetzt was Neues. So. Okay. Morgen spielen wir übrigens mal wieder ein Hack. Und zwar den weihnachtlichen Super Mario World Hack. SMW Christmas Edition. Ich hoffe, den kriegen wir durch. Gucken, vielleicht fange ich schon ein bisschen früher an. Ein Stündchen oder so. So, dann. Müssen wir nicht. Genau, kommen wir hier rein. Drucken. Fox. So, was war das noch? PT, es war irgendwas mit IVE, das muss man glaube ich dem Chat-Typen sagen, genau. P ist I, Deppen-Apostroph, T, T. Ne, I am, U, Wills, I'm, no. Genau, I'm no, no, le, no. I am Noel, genau. I am Noel. Dupal. Dupal. I am W. 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 Right. Right. I am Dupal. Right you. I am Noel. Right you, oder? Nee, nicht right you. Right me. I'm Noel, write me, genau. Ich bin Weihnachten, schreib mir. Ups. Nur so dem Chat-Heini jetzt sagen, glaube ich. Soll das groß schreiben? Warte mal, ich kann nochmal. Ich glaube, da muss man nämlich auf Großschrift auch achten. Genau. I'm Noel. Right klein, M klein. Also I'm. Na. Summer. Hallo. So. I'm Noel. Right me. Was ist da jetzt falsch dran? Habe ich richtig geschrieben? Oder müssen wir das bei Mother eingeben für Passwort? Du musst mal das dem Typ gar nicht schreiben. Ausrufezeichen oder Punkt? Warte mal. Nee. I'm Noel, right me. Eigentlich so stimmen. Ich muss mal es hier eingeben bei diesem Ding.
Oh, ich glaube nicht. Nicht Novel. Nee, kann nicht sein. Kann ich nicht mehr anklicken. Vielleicht klein. Hat zwar keinen Sinn machen. Ach, enter a nickname. Vielleicht. Ah! Vielleicht Noel? Nickname Noel? Yeah! So einfach! Oh, ich hab's! Mastermind! Hey! Der Noel, ganz einfach, der Noel. Das Lied von Manuel. So, ja, Schluss. Yes! Und wir gucken. Und es sieht gut aus, würde ich sagen. Simple Zip. Und da steht, sie haben alle Errungenschaften freigeschaltet. Yeah. Bei so einem Schrabbelspiel, ne? Ha. So, die gut. Boah, die sind so schön, die Emotes hier. Kann man jetzt leider nicht sehen. Dankeschön. Hey, 100%. Ja, hallo, es gibt ein paar Spiele. Da muss man erstmal 100% schaffen. Bei Cuphead habe ich auch 100% geschafft. Was ist denn da eigentlich? Diddle, 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 diddle. Gucken wir mal an Chris seine Statistik hier bei Cuphead. Oh, heute vor einem Jahr hat er zum ersten Mal einen Boss defeated hier. Am 26. November 2019 um 9.47 Uhr. Sehr witzig. Chris hat... Wie viel waren das? 16 von 28 Errungenschaften. Jesus. Divinity hat natürlich alles, ne? Volles Ding. Bravo Zulu, genau. Das war bis vor kurzem noch, glaube ich, das seltenste Achievement. Mittlerweile nicht mehr. Das seltenste ist jetzt halt, schaff's auf schwer. Wenn ich das richtig gesehen habe. Und... Ne, warte mal, hier können wir es gucken. Beat the Devil at Home Game 1,6% und dieses Zulu sind 2,0 mittlerweile, siehst du? Major A-Rang in allen Levels. Jo, da gibt es nichts mehr zu holen. Zeit, dass es DLC kommt. Das war selten. S-Rang, das war so ein Horror. Hatte ich noch in irgendeinem schweren Spiel hatte ich noch alle Achievements. Wo war denn das? Ah, wo waren das? In irgendeinem schweren Kackspiel hatte ich auch alle. Ach so, Neon Drive, genau. Sieht's denn da aus? Neon Drive, 16. Marathon, 15 Minuten haben 1,4%. Supermensch, 7 Level mit allen Schwierigkeitsgraden ohne Checkpoints. 1,7. Neon Champion schließe 3 Level verrückt ab, ohne Checkpoint zu verwenden. Alles im Sommer her, da war ich verrückt nach diesem Spiel. Trotzdem kriege ich so wenig Sammelkarten. Normal müsste ich viel mehr Sammelkarten. Ich habe nur eine lausige Sammelkarte, diesen Kack-Laser-Roboter hier, den Invader.
Wohl der Beschiss. Ach, DuckTales. Ja, wow, gut. DuckTales ist nicht so schwer wie bei Neon Drive. So, warte mal. Hier, spielenden Featherwindy. Wie sieht's denn da aus? Divinity. Wie Divinity nimmt nix. Jetzt mal. Ja, hallo. Jetzt mal höchste Zeit. Chris hat. Oh, der Chris hat mich überholt. 45,6 Stunden mittlerweile. Insider? Wir sind beim Insider. Sieht's da aus? Ach, der hat auch alles. Stimmt, der hat auch alles. Nur mit 15 Stunden, ey. Oh, Respekt, Respekt. Divinity hat's nicht lang gespielt. 0,3 Stunden. Das ist ja nix. Chris. Schauen wir mal. 11 von 16, 69%. Das ist schon mal gut. Beim Chris fehlt noch Neonheld. 3 Level in hartem Schwierigkeitsgrad ohne Checkpoints hat er 1 von 3. Und in verrückt ohne Checkpoints hat er auch 1 von 3. 7 Level in allen Schwierigkeitsgraden. Das Ding ist auch schwer zu bekommen. Super Mensch. Marathon 15 Minuten. 411 sind das die Sekunden. 100 Punkte. 411 von 900. 10 Minuten. 10 kommt noch. Oh, der Coin. Wie sieht es denn beim Coin aus? 3 von 16. Sucht. Versuch es 30 Mal. Gewinne. Gewinne 3 Levels. Erreiche 100 Versuche an einem beliebigen Level. Hier ist es, der Coin. Da muss noch was kommen hier vom Coin. Vom Neon Coin. Der Jansoft. 0,4 Stunden. Wie? 0 Achievements. Muss der Jansoft auch, muss auch noch ein bisschen was machen hier. So geht das ja nicht. Alle, die spielen, brauchen hier die Achievements. Hallo? Geht so nicht weiter. So. Ja, gut, bei DuckTales. Da haben wir auch alle Achievements geholt. Das war ja das Extrem Achievement. 1,5. Schlauer als die Schlausten. Das war ziemlich genau vor einem Jahr, wo wir das, glaube ich, geholt haben, oder? Schlauer als die Schlausten. Na, 20. Januar. Wir haben das doch relativ lang nochmal gespielt. Montags vor einem Jahr. Bis das mal geklappt hat. Und dann diese blöde Höhle vom Amazonas. Jansoft mag Neon auch nicht. Wo waren das hier genau? Keine nassen Füße. Vertrete die Höhlen des Amazonas, schaffe es nur mit dem Pogo-Sprung. Das haben, glaube ich, auch nicht so viele. 2,4%. Glaube ich, das zweitseltenste von allen. Genau. Die sind alle ziemlich oft. Ich auch nur so wenig Karten. Nicht immer so wenig Karten hier. Unglaublich. Na gut, würde ich sagen, heute kurzer Stream. Guck jetzt noch ein bisschen weiter Serien und Filme, damit das auch mal wegkommt. Morgen gibt es, wie gesagt, Retro. Vielleicht schon 16 Uhr. Werde ich mal ankündigen. Dann spielen wir die Super Mario World Christmas Edition. Die, also ein ROM-Hack. Der ganz nett aussieht. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend und bis morgen, wenn ihr wollt. Macht's gut. Tschüsschen.